Die Bewohner unserer Stadt waren strunzdumm. Doch dann hat Bürgermeister Paluten eine Bildungsoffensive gestartet. Schulen wurden gebaut, Universitäten und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines. Unsere Stadt wächst und wächst und wächst. Oh, und sie brennt. Oh nein, abgebrannt. Alter. In meiner Stadt ist noch nicht alles perfekt. Es gibt viele Baustellen, die wir noch tackeln müssen. Aber guckt euch das an. Strom, super. Oh, Wasser schlecht. Bildung. Was? Ja gut, es fehlt ein bisschen Grundschule, Oberschule gut, Universitäten. Sehr gut. Lass uns mal kurz ums Wasser kümmern. Zack, einmal Frischwasser bitte. Müssen wir noch kurz verbinden. Wunderbar. Dann wichtig, Abwasser. Sollte ich gucken, dass ich nicht das Abwasserrohr, weil das Ding ist, hier kommt ja der stinkende Matsch raus, Alter. Die ganzen Leute hier, die seilen eine Wurst ab und das kommt ja alles hier hinten raus. Sollte ich nicht gucken, dass wir das doch lieber nach hier hinten verfrachten? Das ist, glaube ich, eine Option. Deswegen mache ich das hier hinten hin. So, klar, ich weiß, ich muss jetzt erstmal ein langes Rohr hier durchballern, aber hier soll ja sowieso noch Wohnraum hin. Zack. Weil das Konzept meiner Stadt, für die Leute, die es nicht wissen, ist Wohnraum direkt am Wasser. Hinten, weißt du, die eklige Industrie? Oh, kein Platz mehr. Ja, aber hier ist noch, hier ist 40% voll. Ja, dann müsst ihr mal schneller verbrennen. So, es wird auch ganz viel Wohnraum gefordert. Doch zuvor sollten wir jetzt mal kurz gucken, dass wir da nochmal eine Grundschule bauen. Wir haben auch kaum noch Kohle. Warte, wo stinkt's? Nee, hier vorne. Hier ist doch sowieso immer so laut. Direkt am Wasser. Guck mal hier, Alter. Oh, die Leute freuen sich. So, ist jetzt Bildung? Guck, wunderbar. Euer Bürgermeister. Ich lasse euch nicht im Stich. Deshalb kommt alle zu Palettos, wo das Leben sich zu leben lohnt. Gut, wir haben ein Problem, dass Tote oftmals nicht abtransportiert werden. Aber die sind sowieso schon tot. So, wir brauchen ganz viel Wohnraum. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, ja, ich mach das. Hier. Zack, Alter. Dann lass uns doch jetzt direkt gucken, dass wir hier... Oder nächste Reihe. Ah, stimmt. Ja, ja, dicht besiedeltes Wohngebiet. Oh, was ist hier? Abwasserstau? Weil das nicht abfließt, oder was? Warte mal ab. Und zwar hier. So. Dann kann das auch direkt wieder abfließen. Zack. Ah, guck, aber der Abwasserstau hat sich gelöst. Weil jetzt würde ich ganz gerne nochmal dicht besiedeltes Wohngebiet. Genau. Sehr nice. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier hinten das Ghetto wird. Und die Nachfrage geht runter. Jetzt ist allerdings ein bisschen Gewerbegebiete. Guck mal, hier haben wir ein großes Gewerbegebiet und auch Industrie. Da könnten wir doch gucken, dass wir da nochmal ein bisschen was nachziehen. Dass wir hier, ja, bis hier vorne und dann ziehen wir das nach unten. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Jawohl. Guck mal hier. Wunderbar. Dann wird auch da die Nachfrage hoffentlich auch ein bisschen gesenkt. Sag mal, was ist denn los? Warum... Irgendwie sterben bei uns so viele Menschen. Wie sieht das denn aus mit der Krankenversorgung? Oh! Gut, wir haben 200 kranke Bürger. Eieiei. Gut, wir haben zu wenig Krematorien. Ah ja, weil wir haben noch gar kein Krematorium. Wir können die Leute noch nicht selber verbrennen. Ja, wir bräuchten noch ein Krankenhaus. Eine Arztpraxis wird ja vielleicht sogar reichen, oder? Ja, hier. Zack. Jawohl. Oh, die Arztpraxis wurde... dringend benötigt. Weil jetzt dürfte doch auch... Ja, Gesundheitswesen. Wir haben jetzt eine Heilungskapazität von 200. Also das geht schon durch. Hier könnten wir noch Industrie ansiedeln, was sehr gut ist. Obwohl eigentlich könnten wir die auch lieber hier noch ausbauen. Weil hier haben wir direkten Zugang zur Autobahn. Und das fanden die, glaube ich, echt geil mit der Autobahn. So, hier muss natürlich jetzt noch ein bisschen Wasser hingelegt werden, das ist klar. Auch wenn die Nachfrage gerade nicht so hoch ist, gehen wir hier auch noch rein mit Industrie. Haben wir einen guten Sprung gemacht auf insgesamt 12.000. Hier können wir jetzt auf jeden Fall, die Nachfrage nach Industrie wird hier komplett gedeckt. Strom sind wir noch gut drauf. Was ist denn mit Abwasser los? Warum sind wir da so schlecht? Ach, weil hier hinten fehlt der Strom. Ja, warte, aber kann ich nicht hier Abhilfe schaffen mit einer Windturbine? So, genau. Wir haben tatsächlich noch keine Bürogebiete. Bedeutet... Oh, was ist denn hier los? Warum ist hier alles verlassen? Was ist hier hinten passiert? Warum sind die ganzen Gebäude hier verlassen? Was ist los? Da, was ist jetzt euer Problem? Ja, die Bildung. Hier fehlt es an Grundschulverfügung. Ja, okay. Leute, ich mach das für euch. Grundschule. Kommt hier rein. Hier sind doch sowieso gerade verlassene Gebäude. Da. Zack. Schön die Grundschule rein. Hier brauchen wir aber auch noch eine. Zack. So. Dann lasst uns doch mal schauen, ob wir das Thema nicht angehen können. Ja, euer Bildungsbeauftragter Paluten. Bibliotheken. Oh, wir haben gar keine... Warum haben wir denn keine Bibliotheken? Denn in der Bibliothek
kann man sich eins meiner Bücher ausleihen, wenn man möchte. Da habe ich nämlich schon oft Bilder von euch bekommen, wo dann statt, hab mir dein Buch ausgeliehen. So, da machen wir doch mal eine. Hier, da wo die Leute Bildung brauchen. Zack, Alter, schau mal einer an. Die Leute sind happy, die Leute sind wild, aber die Leute brennen. Alter, Feuer, also hier hinten. Okay, das müssen wir ein bisschen eindämmen. Ich brauche hier eine Feuerwehr. Zack. Und dann müssen wir auch hier hinten. Also es kann nicht sein, dass unser Industriegebiet regelmäßig abfackelt. So, damit ist hoffentlich... Ja, hier ist noch eine größere Gefahr. Krass, aber wie viel brauche ich denn dafür? Oh, jetzt haben wir hier Probleme mit Müll. Gut, das kann ich verstehen. Aber weiß jetzt auch spontan nicht, wie ich das Problem so schnell lösen soll. Vielleicht mit einer weiteren Verkehrsader. Vierspurige Straße mit dekorativem Gras. Ja, das hier ist ein bisschen schief. Zack. So, und dann werden wir hier, weil das ist schon weit weg, gucken wir, dass wir hier nochmal rangehen. Guck mal, weil die haben jetzt eine wirklich schnelle Möglichkeit. Guck mal, da kommen sie alle. Dann holen sie den Müll. Da sind sie gierig. Oh, wir haben auch wieder hohen Bedarf an Wohngebieten. Dann werden wir hier nochmal dicht besiedelte Wohngebiete, weil das ist unser Ghetto. Machen wir uns alle nichts vor. Dicht besiedelt. Aber das ist doch okay. Paletto hat selbst in so dicht besiedelten Dingern gewohnt. Da sind hier immer alle schlecht. Auch ein 17.500 für das Krematorium, ne? Wir müssen schauen mit Friedhöfen und so weiter. Das geht ja überhaupt nicht klar. Und man kann im Wohngebiet, kann man noch einen Friedhof hinhauen, oder nicht? Ist doch nichts Schlimmes. Hier auf die Ecke. Saftiger Friedhof. Ah, guck mal, die Leute. Die freuen sich. Aber die Müllberge kriegen wir immer noch nicht in den Griff. Also das merkt man schon. Auch die sind wieder absolut ausgelastet. Oh, nein, was ist denn hier hinten los? Wir werden hier nochmal eine kleine saftige Müllverbrennungsanlage. Sollten wir vielleicht auch nochmal uns gönnen. Oh, wir haben gleich die 17.000. Ja, hier immer noch große Probleme mit dem Müll. Ach Leute, Alter. Aber da, stimmt, es stand ja auch was, dass gebildete Bürger weniger Müll produzieren. Wir haben ja noch unsere Bildungsoffensive. Was ist damit? Guck mal hier, weil die alle dumm sind. Oh, jawohl, wir haben das Krematorium und eine Wasseraufbereitungsanlage. Ja, ja, warte mal ab. Aber ich mache jetzt hier nochmal kurz. Zack, saftige Grundschule. Hier hinten auch nochmal. Oberschule ist auch zu wenig am Start. Ja, für die Bildungsoffensive. So, jetzt müssen wir mal gucken mit diesen Krematorien. Moderne Entsorgung der Verstorbenen erfolgt mit Hilfe von Wärmeenergie. Ja, super. Hier, direkt neben dem Friedhof. Da können dann direkt die Leute verbrannt werden. Ja, super. Ah, wir können wieder ein Stück kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen das hier oben. Weil dann können wir auch nach hier oben ein bisschen bei. Ja, ja, das ist schon gut. Boah, hier ist auch so ein krasser Stau. Können wir nicht gucken, ob wir von der Autobahn nochmal sowas ab... Oder noch so eine zweite Autobahn. Hier so ein sechsspuriges Megaprojekt. Die geht hier schön rüber und hinten ins Ghetto. Ich hoffe damit halt einfach so ein bisschen... Weil hier hast du ja Megastau. Das ist ja geisteskrank, was hier abgeht. Eine Autobahnausfahrt wäre wahrscheinlich smarter gewesen, oder? Da muss ich leider sagen, da könnt ihr mich gerne ein bisschen korrigieren oder mir ein bisschen helfen. Ja, ja, ich hätte wahrscheinlich sowas. So eine Drei-Autobahn-Kreuzung oder so. Nee, kann ich da nicht mal so dranhauen. Die Leute schreien auf jeden Fall, sie wollen mehr Industrie. Hier, das ist unser Vorzeige-Industriegebiet. Das ist eigentlich ganz geil. Und hier klatschen wir dann noch schön Industrie rein. So, wie sieht es in meinem Ghetto aus? Immer noch Probleme mit Toten. Aber, muss man sagen, Alter, die Leute sind da hingezogen wie die verrückt. Nee, aber die werden alle nicht abtransportiert. Oh, was ist denn hier rot? Oberschule. Kriegt ihr. So, wir haben jetzt ordentlich Kohle gemacht. Wir machen jetzt eine Wombo-Kombo. Und zwar, wo sind nochmal die... Was ist nochmal das mit den Toten? Hier. So. Und zwar, doppelt gemobbelt hält besser. Es gibt einmal Friedhof und daneben wirklich direkt... Bam, wird verbrannt. Da müssten sie doch jetzt wirklich in der Lage sein, sämtliche Toten, also hier die alle abzutransportieren. Oh, hier gab es scheinbar ein Feuer. Ich muss auch zugeben, es wird immer schwieriger, einen Gesamtüberblick zu behalten. Weil ich bin ja an sich leider auch ein ziemlich chaotischer Mensch. Deswegen wird es hier wahrscheinlich öfter passieren. Aber das macht den Charme von Palettos aus. Wir sind nicht wie New York, Paris, London. Wir sind noch Mensch geblieben. Guck mal hier, der schöne Abwasser fließt noch hier bei den Leuten vorbei. Oh ja, guck mal, man sieht von oben, Alter, wie man das sieht. Wie siffig das da unten ist. Ah ja, hier fehlt ein bisschen Wasser scheinbar. Weil wir generell... Oh, wir müssen upgraden. Zack. Hier erstmal wird das Frischwasser abgezapft. Hier unten gibt es saftiges Abwasser. So. Zack. Krass.
Wir haben auch die 20.000 Personen überschritten. Oh, was ist denn hier los? Kranke Bürger? Warum? Gesundheitswesen, Alter. Warum ist das denn hier so schlecht auf der Ecke? Ein Krankenhaus will ich euch nicht geben. Doch, okay, ihr kriegt ein Krankenhaus. Hier kommt schön an die Street. Krankenhaus, sehr nice. So, Gesundheitswesen ballert auch hoch. Bestattungswesen, ja. Krematorium, gut. Kinderbetreuung. Jawohl, Solarkraftwerk. Das ist geil. Was ist das denn? Weltraum. Da können wir dann so Weltraumtransportraketen bauen. Das finde ich ja geil. Unsere Stadt fliegt vielleicht bald zum Mars. Allerdings erst in der nächsten Folge. Leute, das war's mit einer kleinen Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, lasst gerne ein Like da. Schaut mir mal gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr Lust habt auf einen kleinen Mini-Paluten und vieles mehr. Fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.